Hey Leute, ich bin's wieder, euer Pokémaniac. Und heute habe ich euch ein neues Mail-Video mitgebracht. Ein Pokémon-Karten-Mail-Video, in dem ich euch die Post zeige, die mir diese Woche gesendet wurde. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Tauschmails, aber auch Personen, die von mir was kaufen wollten oder so und mir Fanpost schreiben oder sonstiges oder mir irgendwas schenken möchten. Die kommen hier in dieser Reihe drin vor, in dieser Mail-Video-Reihe. Und nun haben wir hier als erstes einen Brief, der leider vom Postamt mir dann im Weiteren zugestellt wurde. Unter der Sachlage, kann man so professionell sagen, die Sendung wurde leider beschädigt und deshalb von der Deutschen Post mit Kunststoffhülle versehen. Und dann kam das hier so in diesen netten Brief an. Dafür kann die Person eigentlich meistens nicht mal was. Ich glaube, der Brief ist komplett zerfetzt aufgrund von dieser Maschine. Ich werde einmal ganz kurz hier das hier öffnen. Dann erklärt sich das. Das kann manchmal passieren. So. Ich knicke das mal um. Hier steht es, die beigefügte Briefsendung können wir Ihnen erst heute zustellen. Sie wurde während der Briefsortierung in einer unserer Maschinen beschädigt, verschmutzt. Das tut uns leid. Bitte entschuldigen Sie sich durch die entstandenen Unannehmlichkeiten. Und hier steht dann, dass man hier noch anrufen kann und sich beschweren kann. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Kundenservice. Ja, sehr nett. Jedenfalls wäre es natürlich blöd, wenn Karten oder sonstiges da drin dann beschädigt worden wären. Zum Glück ist das nicht der Fall. Allerdings fehlt eine Kleinigkeit. Aber nicht schlimm. Das hier habe ich jetzt so geöffnet. Also nicht wundern. Hier sieht man aber ganz eindeutig, hier ist überall Tesafilm draufgeklebt. Hier auch zum Beispiel. Und ich weiß nicht, ob das die Post war. Höchstwahrscheinlich, weil hier ja auch überall Tesafilm drauf ist. Der ist wahrscheinlich hier so irgendwie in eine Maschine gekommen. Aber zum Glück der Inhalt nicht beschädigt. Aber wie gesagt, es fehlte eine Kleinigkeit folglich. Denn Christian, von dem dieser Brief kommt, der sendet mir hier etwas. Der sendet mir nämlich ein paar Codekarten. Wie ihr hier seht. Die sind für mich bestimmt als Bonus. Hier ein Klick-Didak. Und darunter sind auch noch ein paar weitere Karten. Klick-Didak hier aus einem Themendeck wahrscheinlich, denn das ist normalerweise eine Holo-Karte, glaube ich. Klick-Didak haben wir hier. Dann Volcanion, ist jetzt leider etwas dunkel, hier. Und Sabayone aus Generation und ein Pikachu aus Generation. Sehr schön. Danke dafür. Diesen Bonus, Christian. Dazu kommt noch hier diese Doppelfarblos-Energie, ein Hyperball und ein Brief vom Professor. Danke dir. Denn Christian wollte mit... Das hier ist zum Beispiel jetzt kein Tausch. Christian wollte mit mir... Wollte mir nämlich ein Primarine GX abkaufen. Deswegen hat er mir etwas Geld gesendet. Und leider fehlte aufgrund des kaputten Briefes ein bisschen was von dem Geld. Ein Teil ist aber angekommen. Sehr, sehr blöd gelaufen mit der Post. Das ist echt blöd. Ich überlege auch noch, ob ich mich darüber nochmal persönlich bei dem beschwere. Aber nicht schlimm. Tut dem Ganzen keinen Abbruch. Wir machen das und kriegen das trotzdem irgendwie hin. Danke, Christian, für diesen Brief und für den gesendeten Bonus. Hier haben wir dann noch einen kleinen Kauf. Von Steven. Und Steven wollte von mir haben, ich weiß nicht, ob es im Brief steht, deswegen schauen wir uns erst den Brief an. So. Hey Pokémaniac, ich freue mich, dass der Kauf plus Bonus so gut geklappt hat. Vielen Dank für deine Bereitschaft, für mich Rayquaza EX zu kaufen. Du bist der wahre Pokémeister. Ich habe mir damals gesagt, ich will der größte Pokémon-Sammler werden. Diesen Traum muss ich leider verschieben, da ich erstmal an dir vorbei muss.
Sehr cool. PS. Ich schaue und like jedes Video. Danke dir. PPS. Nicer Pull beim letzten Video. Wäre aber bestimmt noch besser gegangen. Das ist möglich. Es geht immer besser, aber es geht auch immer schlechter. Und jetzt soll ich das umdrehen. Mal sehen, was er da gezeichnet hat. Ah, ein Gengar. Natürlich. Gengar EX. Ist auch eine Art Pokémon-Karte hier. Typ Geist. KP 170. Und hier ein Mehr von Attacken als Auswahl. Fängt bei Finsterfaust an. Groll, Hypnose, Schlecker, Horrorblick und so weiter. Und Bürde ist anscheinend sein Favorit. Fortsetzung folgt. Jo. Sehr cool. Sehr, sehr viele Attacken. Die ganzen Attacken kann Gengar. Auch im Real Life. Danke für den Brief, Steven. Und Steven kauft von mir nicht nur das Rayquaza EX, sondern auch Mega Rayquaza EX in der Farblos-Form. Und er sendet mir einen Bonus dazu. Hier dieses koreanische Mega Galagladi. Sehr cool. Danke dir für den Bonus. Und ein Zoroa. Eine McDonald's-Promokarte. Aus der Schwarz-Weiß-Ära. Sehr cool. Genau. Und ich habe hier noch ein paar Codes als Bonus dazu gepackt. Denn er spielt das Online-Sammelkartenspiel anscheinend sehr gerne. Nun kommen wir zum nächsten Brief. Hier haben wir auch wieder eine gewaltige Zeichnung dabei. Übrigens, dieser Brief wurde auch beschädigt. Nur zum Glück ist er nicht aufgerissen oder sonstiges. Denn, genau, denn es war anscheinend genug hier gepolstert durch diese Zeichnung, da das so ein dickes Papier war und der Briefumschlag ein bisschen dicker. Deswegen ist es nicht zerrissen oder so. Genau, hier ist nämlich auch so ein witziger Sticker drauf. Von Johnny kommt dieser Brief. Ich weiß auch nicht, was im Moment heutzutage mit der Post los ist, um ehrlich zu sein. Aber hier jedenfalls die Zeichnung. Ich denke, die gucken wir uns auch zuerst an. Die fand ich auch ziemlich nice. Jo, da haben wir nämlich hier ein Darkrai und das steht inmitten von einem Dialga und einem Palkia. Leute, ist das cool. Schöne Zeichnung, echt. Hast dir wahrscheinlich echt viel Mühe gegeben. Ich kriege das, glaube ich, nicht so detailliert hin. Vor allem Dialga und Palkia finde ich ziemlich schwer zu zeichnen. Sehr schön. Nice. Aus der Diamant- und Perl-Ära. Diese Pokémon. Cool. Dialga, Palkia und Darkrai. Definitiv davon Darkrai mein Lieblings-Pokémon. Von diesen dreien. Aber Dialga kommt dem auch schon ziemlich nah. Nur mit Palkia konnte ich mich irgendwie nie so wirklich anfreunden. So, und mal schauen, was Johnny jetzt hier sendet. Der Tausch, der ging nämlich hauptsächlich um dieses Pikachu hier. Dagegen habe ich einen Shiny Jubelteil EX getauscht. Genau, das ist nämlich eine Art Secret Rare Pikachu. Und ja, diese Secret Rare ist jetzt nicht so mega besonders selten, aber sie ist ganz cool. Sie ist aus dem Schwarz-Weiß-Set, aus dem ersten Schwarz-Weiß-Set. In diesem Fall ist die Karte ein bisschen beschädigt auf der Rückseite, aber dennoch mag ich dieses Pikachu sehr gern. Genau, hier sieht man auch diesen Blitz angedeutet. Das ist nicht etwa von der Hülle, sondern von der Karte selbst. Sehr schön. Nur das Pikachu ist hier Holo und die Energiesymbole. Und also ein paar an den anderen Stellen. Coole Karte. Als Bonus sendet er mir ein Hundemon mit Bedrängen und Feuerzahn. Schön dunkel. Hund Duster, Reverse. Ein Fostelka, G. Slowking auf einer anderen Sprache, PV steht hier. Das könnte Französisch sein. Das könnte Questo, Attacco. Na, scheint mir doch eher Italienisch zu sein. Bin ich mir aber nicht ganz sicher bei dem Slowking. Lilip haben wir hier in Reverse aus Legend Maker mit zarte Tentakel. Nep hier als Angriff von Golett. Tropius. Krypuk C. Keldeo, ein altes Promo-Keldeo, hat leider oben einen Knick, aber trotzdem coole Karte. Ein Maxax-Holo, sehr schön.
Deoxys in Normalform, Reverse. Und da war, glaube ich, noch ein Fully Pur dabei, das ich aber, glaube ich, schon anderweitig Verwendung für getan habe. Und hier haben wir nun ein paar gefälschte Karten mal wieder. Da schleichen die sich mal wieder ein. Gallade EX, ihr seht, die sind alle kein bisschen holo. Dann haben wir hier ein cooles Mega Rayquaza EX Full Art. Leider auch eine Fälschung. So wie Rayquaza EX. Und das hier ist dann lustigerweise holo. Aber so ein ganz komisches Holo-Muster, was natürlich nicht original ist. Aber sehr cool hier diese gefälschten Karten. Danke dir dafür, für diesen Bonus. Sehr cool, danke dir, Johnny. Und natürlich auch für das Pikachu, um das es hier hauptsächlich ging. Ich hoffe, du hast auch viel Spaß mit den Karten, die ich dir gesendet habe. Und danke für die Zeichnung vor allem. Und nun kommen wir zum vorletzten Brief für heute. Wir haben hier einen Brief von Nico. Und nein, dieser Brief wurde nicht beschädigt in irgendeiner Maschine der Post. Hier, hallo Pokemaniac. Ich freue mich sehr über den Tausch. Könntest du mir eventuell 2 Autogrammkarten senden? Das wäre cool. Liebe Grüße aus der Schweiz. PS, könntest du mich und Michael grüßen? Ja klar, liebe Grüße an dich und an Michael. Ich hoffe, ihr schaut immer fleißig die Videos. Hier haben wir ein Mega Gengar. Sehr nice. Eine sehr schöne Zeichnung von Mega Gengar. Mega Gengar sieht ebenso gruselig aus wie das Gengar an sich. Genau, hier gut verpackt in solchen Plastikhüllen. Hat er mir hier jede Menge Codes gesendet. Ich habe noch gar nicht genau geschaut, aus welchen Sets die so sind. Sehr cool. Werde ich einlösen oder verlosen bei den nächsten Gewinnspielen. Genau, sehr nett. Danke dir für diese Codes, Nico. Und hier der Tausch ging um den Nestball. Secret Rare aus Sonne und Mond. Den kann ich ganz gut gebrauchen. Genauso wie den Hyperball aus Sonne und Mond. Sehr schön. Danke dir für den Nestball. Dann ein Juveltal Break hat er mir, glaube ich, als Bonus gesendet. Das war ziemlich nett von ihm. Genau, also darum ging der Tausch. Ein Ampharos haben wir hier. Prime. Eine Stahlenergie oder Metallenergie. Eine Elektroenergie. Beide Reverse. Hier einige Farblos-Energien. Sehr nett von dir. Tausch Reverse. Fritzelblitz aus EX Crystal Guardians. Giratina. Knackleon. Ultra Ball. Also Hyperball. Dunkles Pupita, helles Machomai, das hier sind etwas ältere Karten aus Neo Destiny, Quapuzzi aus Skyridge und Mankey aus Dschungel in erste Edition. Schade, dass die Karte so ein bisschen ramponiert ist, aber bei älteren Karten ist das natürlich nicht verhinderbar, so unbedingt. Außer man hat sie schon die ganze Zeit natürlich in der Hülle. Sehr, sehr coole Karten, die du mir hier gesendet hast. Vor allem als Bonus. Und danke hier für den nicen Nestball. Echt schön. Ich habe dir auf jeden Fall auch was Cooles dabei gepackt. Und nicht zu vergessen, er hat mir, glaube ich, auch noch eine Münze gesendet. Von Lugia. Die hätte ich jetzt gerade fast vergessen. Sehr cool. Danke dir dafür, Nico. Ist eine sehr schöne Münze, ist wahrscheinlich irgendwie so ungefähr aus der, ich würde schätzen, aus der Plasma-Ära. Oder ist das sogar aus dem neueren Themendeck von Schicksalsschmiede? Ich bin mir nicht sicher. Sehr cool. Danke für die Münze. Und für den Nestball natürlich. So, von Nico kommen wir jetzt zu dem letzten Brief für heute. Und dieser ist von Arthur oder Arthur. Wie der Name auch ausgesprochen wird. Hier haben wir nun diesen Brief.
Und er sendet mir kurz und knapp als Bonus ein Donarion Holo. Sehr schön. Und der Tausch ging um Tauros GX in Rainbow Rare. Sehr schön. Und eine Psychoenergie Secret Rare. Diese Holo-Energiekarten kann ich auch immer sehr gut gebrauchen. Beziehungsweise Secret Rare-Energiekarten in diesem Fall. Die nehme ich sehr gern an. Die sammle ich nämlich gern. Weil die so einfach aussehen. Genau. Danke auf jeden Fall für diesen Tausch, Arthur. Und natürlich auch für das Donarion hier. Das Holo-Donarion. Sicher versendet hier in dieser Hartplastikhülle. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn ich für euch alles Mögliche unboxe und euch die neuesten Pulls zeige oder auch die Tauschpost, die ihr mir diese Woche gesendet habt. Bis zum nächsten Mal dann. Euer Pokémaniac. Bis dann.